Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportvlog. Heute bin ich wieder in Niedernhausen unterwegs und im Wald natürlich. Joggenderweise. Muss mal wieder sein. Hab wieder Hummel im Arsch. Also los geht's. Nach dem Intro. So richtig. Aber so richtig. Heute ziehe ich wieder meine Bahn durch den Wald, will so 10, 11 Kilometer schaffen. Und wenn ich das geschafft habe, bin ich für heute glücklich. Dann habe ich mein heutiges Pensum erreicht. Dann ist alles gut. Alles gut. Ganz wichtig, dass alles gut ist. Ich mache mal weiter und dann melde ich mich gleich nochmal, wenn ich ein bisschen weiter bin. So in einer Viertelstunde oder so. Mal schauen. Ich laufe nur etwa circa, also 20 Minuten und es hat angefangen zu fisseln. Es regnet ein bisschen. Nicht so schlimm gerade. Ich hoffe, es bleibt so, beziehungsweise wird nicht schlimmer. Weil es war eigentlich ganz cooles Laufwetter. Nicht zu warm, nicht kalt und auch kein Regen. Weil für Regen habe ich jetzt gerade die Klamotterie nicht dabei. Hier, das da. Das ist, bei Regen saugt sich das voll und dann werde ich schwerer und schwerer und schwerer. Das will ich nicht. Deswegen hoffe ich, dass es nicht so schlimm wird. Also 20 Minuten habe ich, noch 40. Nun bin ich gut 45 Minuten unterwegs. Es hat zum Glück nicht stärker angefangen zu regnen. Alles super. Es ist leicht bewölkt. Und es ist gutes Laufwetter, muss man sagen. Also zum Laufen ist es geil. 45 Minuten habe ich hinter mir. Wollte die 11 Kilometer heute machen. Schau ich mal, mach gleich nochmal so eine Schleife hier, dann habe ich bestimmt die 11 voll. Muss auf meine App gucken, habe so eine App dabei. Ja, technischer Fortschritt, sagt man dann. Meld mich gleich. Bin jetzt 50 Minuten unterwegs und laufe gleich noch eine Schleife, damit ich meine 11 Kilometer heute voll machen kann. Da bin ich nämlich glücklich und das ist das Ziel. Glücklich zu sein. Bei allem. Ja. Also, ich laufe jetzt weiter und freue mich dann, wenn ich im Auto bin und sagen kann, 11 Kilometer! Wie geil ist das denn? Nun bin ich im Auto, habe die 11 Kilometer hinter mich gebracht. Es hat jetzt am Ende doch ein bisschen angefangen zu fisseln. Bin ich froh, dass ich jetzt fertig bin. Deswegen alles super. 11 Kilometer hinter mich. 11 Kilometer! Wie geil ist das denn? Das wollte ich ja sagen. Und jetzt fahre ich nach Hause. Ab in die Badewanne. Geile Idee. Also runter vom Sofa. Macht auch Sport. Cheerio, Miss Sophie. Bis zum nächsten Sportvlog.